Was für ein Arsch? Was ist denn jetzt los, hä? Huh, Case. Bin ich irgendwo lang gegangen, wo ich noch nicht war? Bin ich irgendwie anders gelaufen? Komm doch mal hier rüber. Bin ich irgendwie anders gelaufen? Als mich Camilla neulich über Elektro-Pokémon ausgefragt hatte, musste ich an euch denken. Deswegen bin ich auch hier. Ich habe da nämlich etwas für euch im Petto. Da werdet ihr Augen machen, wenn ihr jetzt mit einem Pikachu kommst, ne? Hier, Sharon, für dich. Und du bekommst natürlich auch etwas, Case. Toll. Ein Hyperball. Wenn ihr auf ein Pokémon trefft, das ihr gerne an eurer Seite hättet, dann setzt auf jeden Fall einen guten Ball ein. Er darf euch dafür nicht zu schade sein. Man weiß nie, ob man genau so ein Pokémon später noch einmal begegnet. Es mag jetzt vielleicht ein wenig komisch klingen, wenn das von mir kommt. Immerhin war ich es ja, die euch aufgetragen hat, eure Pokédex zu vervollständigen. Aber ich möchte auch gerne, dass ihr Spaß auf eure Reise habt, hört ihr? Hoppla. Das heißt aber nicht... Tablette im Mund. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass ihr euch nicht mehr um eure Pokédex kümmern sollt. Das sollte klar sein, oder? Also, ich muss jetzt zu Belle. Tschüss. Bevor wir unsere große Reise angetreten haben, hat Professor Escher uns ja die Pokémon und den Pokédex gegeben. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie, deine und Bells Mutter, Professor Escher, genau darum gebeten haben, damit wir etwas von der Welt sehen oder damit uns unsere Eltern von zu Hause los sind. Also Case, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich hab's. Vielleicht freut sich Professor Escher ja, wenn wir versuchen, auf Route 4 die Pokémon zu fangen, die uns bisher entgangen sind. Bestimmt. Ich komme mal nochmal zurück, weil ich bin verwirrt. Bin ich hier letztes Mal nicht lang gegangen? Ne, ich bin hier lang. I have found the Fehler. Wir waren wirklich hier oben noch nicht. Na, das ist ja. Naja, gut, dann. Ja, ich. Ich wollte eigentlich nochmal ins Wüstenresort gucken. Es tut mir leid. Wir gucken nochmal ins Wüstenresort. Das ist, glaube ich, auch da hinten irgendwo, ne? Oder? Meines war da hinten auch irgendwo. Das blöde Raus- und Reingezoome, ey. Nee, hier waren wir doch schon, oder? Nee, das hatten wir schon. Ich bin gerade ein bisschen auf verwirrt. Ich glaube, hier war... Nee, wir haben noch... Nee, wir haben alles. Oh, es tut mir echt leid. Oh, Mann, ey. Ich habe mich schon wieder konsequent verlaufen, ne? Es tut mir leid. Ich bin eine Pfeife. Ich weiß es. Ihr wisst es. Selbst der da weiß es. Auch wenn wir ihn besiegt haben. Trotzdem weiß er es. Mein Finger tut weh. Ich habe mich verbrannt. Kannst nicht oft genug sagen, um Mitleid zu generieren. Ah, endlich mal wieder was schön. Was ist hier los? Schöne Stadt. Die Stille, alter Mann. Wir wissen, dass du ein Pokémon-Pension betreibst. Dachtest du etwa, das würde Team Plasma entgehen? Wir nehmen den Menschen ihre Pokémon weg. Und in deiner Pokémon-Pension hast du bestimmt jede Menge davon. Die gibst du uns jetzt alle. Das ist doch irgendwie verrückt, ne? Du siehst wie ein starker Trainer aus. Bitte, du musst mir helfen. Wenn du dich uns in den Weg stellst, nehmen wir dir dein Pokémon weg. Ich habe mehr als nur ein Pokémon, das ist euch bekannt, ne, ihr Stricher. Na, wen hast du denn da? Guck mal da. Ah, guck mal da, den kenne ich. Da könnten wir mal gucken, mal da und so. Guck mal da. Ich liebe den Namen. Dann zerpflück ihn mal. Hey, Sand, wirbel mich nicht an. Dein Pokémon ist schon blind. Siehst du doch an den Augen. Zudem kann es nicht fliegen. Mobb es bitte nicht noch mehr. Guck mal da, erfolgreich besiegt. Ura Tytox. Achso, das ist die Mülltüte. Das ist voll gemein, dass ihr es Mülltüte nennt. Nur weil es ein bisschen danach aussieht. Lass mal Antikraft ein.
Ich setz mal Antikraft ein. Steckt ja auch irgendwie alle Werte oder so, ne? Oder was war da? Plasma. Das gibt's doch nicht. Fürs Erste nichts wie weg hier. Schnell, zum Vergnügungspark. Voll die Idioten. Vielen lieben Dank. Hier, als kleines Dankeschön, nimm es nur. Mit diesem brandneuen Fahrrad wollte ich eigentlich die Stadt besichtigen, aber dazu kam es leider nicht. Wow, ein Fahrrad. Ich betreibe auf gute 3 eine Pokémon-Pension. Falls du also einmal Hilfe beim Training eines Pokémons brauchst, komm zu mir. Toll, da wollte ich mir zu Rayono City ansehen. Wollte ich mir nur Rayono City ansehen und dann sowas. Ah, sei mir nicht so eine Püppi, du. Aber danke für das Fahrrad. Hey, Kast. Klasse. Genau die. Esche meinte... Oh Mann. Es kommt, wenn man von der Arbeit kommt. Esche meint, in Rayono City gäbe es unheimlich viel zu sehen. Den Vergnügungspark, das Sportstadion, die Sporthalle und die Kampfmetro. Ich gehe mir jetzt erstmal einmal ein Musical ansehen, also bis später. Ein Musical? Wer guckt sich Musicals an? Wenn ich nicht danach einen erwachsenen Aufpustjob bekomme, so wie es mir versprochen wird von South Park, dann gucke ich mir auch kein Musical an. Die ist was Besonderes. Auf Route 5 bin ich ihm begegnet, mein Pico-Schiller. Es war Schicksal. Ich werde hart arbeiten, damit es zu einem gefeierten Musical-Star wird. Dann die alle mit ihren scheiß stinkenden Musicals. Boah, Musicals. Oh, ich bin so unkultiviert, ich mag keine Musicals. Ich mag auch kein Ballett. Ich mach Bier und ich mach Fußball. Nein, ich mag das beides auch nicht. Ich mag Computerspiele. Und Eiscreme. Haus der Prüfung. Wie gut bist du wirklich als Trainer? Rein da. In der Kampfprüfung wird dein Kampfstil analysiert. Möchtest du es probieren? Klar. Es tut mir leid. Für dich ist es noch etwas zu früh, um an der Kampfprüfung teilzunehmen. Komm wieder, wenn du deine Reise beendet hast und stärker geworden bist. Wenn ich sie beendet habe? Das werde ich mir nicht merken. Tschüss. Kampfmetro, einsteigen und kämpfen. Dann gehen wir halt in die Kampfmetro. Dich kenne ich. Siege habe ich eingefahren, aber auch Niederlagen kassiert. In der Weichenstation erwarten dich Züge voller Trainer, mit denen du kämpfen kannst. Willkommen in der Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer. Nimm dies, ich bestehe da drauf. Was ist denn das schon wieder? Kampfkamera, oh ja, geil. Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du die Kämpfe gegen deine Freunde oder in der Kampfmetro aufzeichnen. So, die mysteriöse Unbekannte macht sich jetzt auf und davon. Genau. Sie macht sich auf zum Haus der Prüfung. Ja, have fun, ne? Aber du bist was auch immer du von mir willst und jetzt gehen wir hier einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung. Komm hier raus, Alter. Weichenstation. Ich bin. Willkommen in der Kampfmetro. Die Wi-Fi-Verbindung durchläuft gerade noch Vorbereitungen war. Wi-Fi? Ist das alles nur Wi-Fi? Und stinkt das aber hier. Ist das nur Wi-Fi oder was? Hier geht es zur Multiline. In den Multiline steigen? Ja. Möchtest du dich mit einem Freund verbinden und gemeinsam antreten? Nein. Wähle dein Pokémon, die teilnehmen sollen. Unbeteiligt. Das kann ich mehr als 2. Okay, dann. Komm, Alter. Weil wir es drauf haben. Weil ich verwirrt bin. Ja, dann die 2. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Nein. Hoffentlich kommst du bald wieder.
Mach mal Info. In der Multi kämpfen zwei Trainer im Team mit jeweils zwei Pokémon. Es müssen vier verschiedene Pokémon sein. Die zwei Pokémon eines Trainers dürfen nicht das gleiche Item tragen. Alle Pokémon werden vorübergehend auf Level 50 gestuft. Der Zug besteht aus 7 Waggons. Du kämpfst insgesamt gegen 7 Teams. Wenn du alle 7 Teams besiegt hast, erreichst du Bahnhof und erhältst Gewinnpunkte. Gib also dein Bestes. Möchtest du mal eine Pause vom Kampf einlegen, dann vergiss nicht zu speichern, sonst geht nämlich dein gesamter Fortschritt verloren. In die Multiline steigen? Nein. Ist das schon wieder sowas wie in Pokémon Platin, da so ein nach oben Kämpf-Mist? Oder ist es hier auch irgendwann mal was Spannendes? In der Kampfmetro. Die Super Multiline durchläuft gerade. Furella. Ja, der Zug fährt in Kürze ab. Bitte alle einsteigen. Ich fahre nach Furella. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Jetzt fahre ich nach Furella. Ich weiß nicht, wo Furella liegt. Hallo, ich bin eine Furella. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Was zum Teufel mache ich denn da oben? Was soll ich denn? Okay. Dann schauen wir mal. Was flötest du denn? Eine hübsche Melodie ist in der ganzen Stadt zu hören. Hier ist die Stadt. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin. Hier werden die Müllwaggons hingestellt, ja, aber was soll ich denn in dieser Kackstadt? Mit den Leuten reden vielleicht. Am Wochenende kommen viele Menschen hierher, um sich die Züge anzusehen. Das ist bestimmt total toll, Züge sich angucken. Am Wochenende kommen hier immer Leute her, die das Item Sternstück sammeln. Das tauschen einige von ihnen dann auch wieder gerne gegen andere Items. Bei so viel Sammelbegeisterung kommt sicherlich jeder auf seine Kosten. Aha. Am Wochenende kommen viele Menschen hierher, um die Züge zu bestaunen. Ja, bin ich jetzt hier am falschen Tag oder was? Muss ich hier am Wochenende hin? Das sieht aus wie Kimi und Un. Nanu, wen haben wir denn da, wenn das mal kein Pokémon-Trainer ist? Ich bin Eisenbahner und in der Kampfmetro beschäftigt. Hast du eventuell schon mal bei uns vorbeigeschaut? In der Kampfmetro geht es rund. Da finden Kämpfe am laufenden Band statt. Das einzig Dumme ist, dass die Leute so sehr auf ihr Kämpfen konzentriert sind, dass sie ständig irgendwelche Sachen liegen lassen oder verlieren. Naja, hierauf hat niemand Anspruch angemeldet. Bitte nehmt's. Und Sonderbonbon, geil. Und Sonderbonbon ist cool. Nur zu, du musst dir wirklich nichts dabei denken. Bei einem Trainer sind diese Items ja wohl deutlich besser aufgehoben als bei mir. Oh cool, wir haben Sonderbonbon bekommen. Sonderbonbons sind geil. In so einem Zug passen schon eine ganze Menge Passagiere, nicht wahr? Eine ziemlich große Verantwortung, die auf den Schultern der Zugführer und der Leute liegt, die für Wartung und Instandhaltung zuständig sind. Ferula ist ja berühmt für seine Zug... Drehscheibe. Die hast du sicher von der Brücke aus gesehen, oder? War ultra toll. Es gibt nichts Besseres, als es zu sehen. Wo sich die Züge drehen. Die Melodie, die das Mädchen auf der Brücke spielt, das ist ein gute Nachtlied für die Züge, die hier schlafen, sozusagen. Bin hier in der Klapse. Viele Züge kommen nach ihrer letzten Fahrt hierher, um sich hier auszuruhen, sozusagen. Ich bin hier echt in der Klapse. Na sowas. Du interessierst dich auch für diese Züge? Für diesen Zug? Ja, klasse. Dann will ich dir mal was darüber erzählen. Hör genau zu. Das ist ein Zug. Der Doppellinie. Dieser Zug, ich kann nicht so schnell lesen. Auf dem Buckel wurde jedoch mehrere Massenfertigung. Bei diesem Nachfolgemodell der Züge der Einzellinie hat man die Bauweise genau unter die Lupe genommen und daraufhin die Anzahl der Bauteile reduziert. Die Anzahl der Bauteile wirken sich direkt auf Kosten und Dauer der Fertigung aus. Von daher strebt man schnörkellose, klare Entwürfe an. Die Designidee, die die Entwicklung der Züge der Doppellinie hervorgebracht hat, genießen auch jetzt noch hohes Ansehen in den Ingenieurskreisen. Manchmal wünsche ich mir den Tod.
Ich guck nochmal in die Mülleimer. Hey. Leer. Oh ja, bitte lass mich hier weg. Ich lass mich hier bitte nie wieder mehr hingehen. Oh Gott, ich mag Züge. Oh, ich bin doch nicht Sheldon Cooper. Ich mag Züge. Boah, das meine ich nochmal. Dann mach ich aber nicht nochmal. Was ist das hier, Pinky? Ich finde die auch nicht mehr raus. Willkommen in der Kampfmetro. Die super Doppellinie durchfährt gerade noch. Warum reden die Leute mit mir? Okay, auf ein neues. Willkommen. Hier geht's zur Doppellinie. In der Doppellinie einsteigen. Gucken wir nochmal. Info. In der Doppellinie wird mit 4 Pokémon gekämpft. Es müssen 4 verschiedene Pokémon sein. Sie dürfen nicht die gleichen Items tragen. Alle Pokémon werden vorübergehend auf Level 50 gestuft. Der Zug besteht aus 7 Waggons. Du kämpfst insgesamt gegen 7 Trainer. Wenn du alle 7 Trainer besiegt hast, erreichst du einen Bahnhof von Level. Es gibt da besser. Müsst du eine Pause vor der Kampf einlegen. Du musst nicht vergessen zu speichern. Das ist der ganze Stunde. Hallo, willkommen in der Tauschecke. Möchtest du deine GP gegen Preise eintauschen? Erhöht bei Levelaufstieg den Angriffswert, senkt aber Initiative. Oh. Erhöht bei Levelaufstieg, senkt aber Initiative. Senkt Initiative. Levelaufstieg den Initiativewert, senkt aber die Initiative. Hä? Was? Ein Item zum Tragen. Erhöht bei Levelaufstieg den Initiativewert. Senkt aber die Initiative. Im Allgemeinen. Hä? Wie kann denn... Oder dann, wenn ich ihn das wieder... Ich denke mal, wenn wir es ihm wieder abnehmen. Maximale KP. Die Zauber vergiftet seinen Träger im Kampf schwer. Was soll ich das denn haben? Ein Item zum Tragen. Dieser bizarre Orb vergiftet seinen Träger im Kampf schwer. Fügt Brand. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Der Träger kann dadurch eine Attacke sofort einsetzen, die sonst aufgeladen werden muss. Das ist schon gut. Ein einmalig einsetzbare Knolle erhöht den Schaden des Trägers, wenn ihn eine Wasserattacke trifft. Ein einmaliger aufladbarer Akku erhöht den Angriff des Trägers, wenn Elektro. Wird der Träger getroffen, flieht er aus dem Kampf und wird mit einem Team-Pokémon ausgetauscht. Diese dicke Brille verstärkt auf Spezialangriffe basierende Attacken. Ein Item zum Tragen, die Brille erhöht den Spezialangriff, aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, es erhöht die Volltrefferquote. Agiert das Tier zuerst, erhöht die Genauigkeit des Trägers. Dieses vergrößert die Genauigkeit. Das ist eigentlich geil, ne? Dieses Stirnband verstärkt physische Attacken. Fokusband, du kannst nicht sterben. Versucht der Träger Schaden, erschrickt das Ziel eventuell. So, nicht erstickt. Das wäre natürlich bitter, wenn das Pokémon erstickt. Aber jede Attacke kostet verstärkt Attacken. Aha. Sonderbonbon. Sollen wir mal bei sowas mitmachen? Lass uns hier mal in der Doppellinie einfach mal mitmachen. Einsteigen. Wir haben ja unsere Pokémon, die hier. Wir haben ja unsere 4 Pokémon. Lass uns das doch einfach mal machen. Ich speichere hier nochmal ganz schnell. Da. Ja. Dann speichern wir schnell mal hier drüber. Auch nochmal hier auf das Ding speichern wir auch nochmal und dann gucken wir mal. Weil die Items haben mich jetzt doch ein bisschen interessiert, muss ich sagen. Also dann viel Erfolg in der Doppellinie. Tschüss. So, hier war ich mach ernst. Ich mach ernst. Ich hoffe, du bist auch mit vollem Eifer dabei. Ja, ich mach auch ernst, Alter. Ernst und August mache ich durch. Ich mach dich fertig. Keine Ahnung, was die jetzt einsetzt oder so für Pokémon. 2 auf einmal, okay. Was ist denn das für ein rosa Ding da?
keine Ahnung, ob wir hier irgendetwas schaffen oder so. Gibt's EXP? Glaub nicht, oder? Wir sind ja schon auf Level 50 gestuft. Gibt bestimmt keine EXP. Es fängt gut an. So liebe ich mein Spiel. So liebe ich es wirklich. Einmal Sandwirbel, alle Techniken daneben. Wow. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, alle Attacken gehen daneben. Ein Schlag und wir sind tot. Nö, lass mal. Ich gehe wieder raus aus diesem Ort. Die anderen Linien sind mir jetzt auch egal. Alter. Ah, dieses Gedrehe der Kamera macht mich immer ganz kirre. Ich hab keine Lust zu jetzt. Hat ja jetzt schon gleich mit einem Schlag mein Pokémon getötet, also. Was soll ich denn da machen? Will ich ihn jetzt schon wieder? Oh nee, Sabbelkopf N.